Guten Tag, wir sind die 3C der EMS Schwadorf und möchten das Projekt über die Vereine Schwadorf vorstellen. Schwadorf hat 1927 Einwohner und liegt im Bezirk Bruck an der Leitha in Niederösterreich. Die Größe von Schwadorf beträgt 11,37 Quadratkilometer. Die Lage ist nähe Wien. Dann haben wir uns damit beschäftigt, was ein Verein ist. Laut Wikipedia ist ein Verein freiwillig auf Dauer festgelegt, mit gemeinsamen Statuten organisiert. Ein Verein muss mindestens aus 2 Personen bestehen und einen gemeinsamen Zweck verfolgen. Wir haben herausgefunden, welche Vereine es in Schwadorf gibt. Hier sehen Sie eine Liste. Gemeinsam haben wir uns für den Ask Schwadorf, die Feuerwehr und den Verein Höllenteufel entschieden. Über diese Vereine haben wir Informationen gesammelt und jeweils einen Vertreter zu uns in die Klasse eingeladen. Wir haben uns gemeinsam für den Schwadorfer Verein Höllenteufel entschieden. Hier seht ihr ein paar Bilder von der Nacht des Schreckens, die jedes zweite Jahr zu Halloween stattfindet. Der Obmann des Vereins hat uns besucht und wir haben viele Fragen gestellt. Besonders wichtig ist, dass die Mitglieder des Vereins viel zusammenarbeiten. Und auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist sehr wichtig. Der ASK Schwadorf ist ein Fußballverein des Ortes. Besonders erfolgreich war er in der Season 2007 und 2008, wo auch ehemalige österreichische Nationalspieler mitspielen. Derzeit legt man viel Wert auf den Nachwuchs und betreut viele Jugendmannschaften. Im November war der Trainer der U16 bei uns zu Gast. Im Laufe des Interviews konnten wir feststellen, dass es im Verein eine klare Regelung für das Treffen von Entscheidungen gibt. Der Trainer meinte auch, dass jeder Verein in Schwadorf wichtig ist, denn es geht auch darum, dass alle Vereine zusammenarbeiten. Die Freiwillige Feuerwehr ist in den jeweiligen Landesgesetzen organisiert. Wir konnten herausfinden, dass es in Österreich ca. 400.000 Mitglieder bei der Freiwilligen Feuerwehr gibt. Die Feuerwehr in Schwadorf besteht seit 1875. Sie sind bei verschiedenen Bewerben sehr erfolgreich gewesen. Der Kommandant der Feuerwehr erzählt uns, dass bei wöchentlichen Treffen Entscheidungen getroffen werden, wobei jeder seine Meinung einbringen kann. Den Mitgliedern gefällt es, dass man viel erleben kann und dass viele Freundschaften entstehen. Vereine bieten Zusammenhalt für die Gemeinde. Vereine übernehmen eine wichtige Integrations- wie auch Sozialfunktion. Vereine erschaffen Räume des sozialen Miteinanders. Sie bieten Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung, sei es als Feuerwehrmann, Sportler, Chorsänger oder Mitglied im Schützenverein. Inzwischen existieren über 600.000
Vereine und es werden jährlich mehr. Warum sind Vereine für die Gemeinde wichtig? Wir haben herausgefunden, dass alle Vereine, die uns besucht haben, für den Zusammenhalt in Schwadorf wichtig sind. Sie bieten den Menschen die Möglichkeit, sich persönlich zu entfalten und dass sich jeder einbringen kann und Anschluss und Freunde findet. Wir haben uns mit dem Thema vom September bis kurz vor Weihnachten digitale Grundbildung, bildnerische Erziehung und Mediendesign beschäftigt. Wenn Sie die Links anklicken, können Sie noch sehen, was wir mit Hilfe des Programms Scratch programmiert haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.